2001, als der große Hype beginnt. Alle reden über Harry Potter, unser Waisenkind. Seine Narbe in der Fresse wird zum Markenzeichen und erscheint öfter Salz in den warmen Jahreszeiten. Denn Voldemort hat sich auf seiner Stirn angebrannt, weil er hat ihn auf dem Kicker wie das Kinderprogramm. Also macht sich Harry auf die Suche nach dem Stein der Weisen, doch schaut den Film selbst für weitere Einzelheiten. 2002, als Dobby ein Unheil nahen sieht, in welches es mal wieder den Wunderklamm zieht. In Hogwarts erzählten sie wieder irgendwelche Spinnereien. Harry scheint ein Erbe des dunklen Slytherin zu sein. Außerdem muss Harry vor Hermine seinen Mann stehen, denn in der Schule gab's eine Serie von Anschlägen. Ein Monster soll hinter den Angriffen stecken, und so begab sich Harry in die Kammer des Schreckens. Scheint mal nichts mehr zu gehen, und du stehst ahnungslos da. Bring es einfach zum Schweben und schrei Wingardium Leviosa. Und wenn das nichts mehr bringt und dir alles über den Kopf hier grad steigt, du in deinen Sorgen ertrinkst, brauchst du nur wen der Oblivion schreit. 2004 ist Sirius von Azkaban geflohen, und Harry dachte, ihn würde dieser Scharlatan bedrohen. Jeder erzählte, was für ein gefährlicher Mörder Black war. Eine gefürchtete Legende wie dieser störte Bäcker. Deswegen sahen die Kids so verängstigt aus, doch das alles stellte sich als Missverständnis raus. Pedigree führte sie hinters Licht wie eine Nahtoderfahrung, doch sie brachten ihn blitzartig zum Reden, Starkstrombefragung. 2005 erscheint der dunkle Lord in Form von Schmerz, der sich durch seine Wunde bohrt. Es ist Zeit für eine Runde Sport, doch selbst dort tummeln sich die Anhänger rum von Voldemort. Mein Flug gerät an Besen und jede Bitch blickt zu mir. Das ist der Grund gewesen und nicht das British-Turnier. Und prompt zwang der Feuerkelch mich zu mehreren Prüfungen. Ich hab einen guten Riecher für Ärger wie Spürhunde. Scheint mal nichts mehr zu gehen und du stehst ahnungslos da. Bring es einfach zum Schweben und schrei Wingardium Leviosa. Und wenn das nichts mehr bringt und dir alles über den Kopf hier grad steigt, du in deinen Sorgen ertrinkst, brauchst du nur wen der Oblivion schreit. Scheint mal nichts mehr zu gehen und du stehst ahnungslos da. Bring es einfach zum Schweben und schrei Wingardium Leviosa. Und wenn das nichts mehr bringt und dir alles über den Kopf hier grad steigt, du in deinen Sorgen ertrinkst, brauchst du nur wen der Oblivion schreit. 2007 wird der Voldemort ermorden, wenn nötig, doch dazu braucht Harry die Hilfe vom Orden des Phönix, welcher damals gegründet wurde von Dumbledore, weil der dunkle Lord damals schon Rache schwor. Harry ist mit ihm durch seine blitzartige Wunde vereint, doch keiner glaubt ihm, dass das Schattige sein Unwesen treibt. Und du denkst, dass es unheimlich sei, wenn du einen Todesser anblickst, na dann wart mal ab, Bühne frei für Dolores Umbridge. 2009 ist wohl ganz klar das Jahr der Liebe, denn unser Harry wird horny wie Farbetiere, genau wie Ron und Hermine. Vor den Mauern warten Todesser, während Harry die Schwingung stoppt wie ein Stoßdämpfer. Und ja, verdammt, der Schock saß tief, als sie hörten, dass der Tod grad nach Hogwarts fliegt. Hilfe für die Schlacht werden sie in keinem magischen Handbuch finden. Ich sag nur, nehmt euch in Nacht vor dem wahrlichen Halbblutprinz. Scheint mal nichts mehr zu gehen und du stehst ahnungslos da. Bring es einfach zum Schweben und schrei Wingardium Leviosa. Und wenn das nichts mehr bringt und dir alles über den Kopf hier grad steigt, du in deinen Sorgen ertrinkst, brauchst du nur wen der Oblivion scheint. 2010, die Geister wüten im Hofe und Harry erfährt von den Heiligtümern des Todes. Es passiert etwas Großes und steht ein episches Ende bevor. Harry wird zum Helden erkoren, wie der Avenger Thor. Doch auf Voldemorts Hetzjagd begleiten Harry nicht nur seine treuen Freunde, er wird auch geplagt von Zweifeln, weil Harry seinen Pfad verlor, wie ein inkompetenter Illustrator. 2011, zwischen Korruption und Schwindel, muss die Clique jetzt die letzten Horcrux-Körper finden. Doch dazu brauchen sie die Hilfe vom Kobold Grippuck, der sehr hellhörig wirkt wie ein hoher Stimmbruch. Und schon wurden wir verraten, zahlreiche Gegner, die uns sterben sehen wollen wie Azkabans Straftäter. Doch ich bahne mir den Weg frei durch Gringotts Verlies, indem ich mit Sprüchen um mich wie ein Hip-Hopper schieß. Scheint mal nichts mehr zu gehen und du stehst ahnungslos da. Bring es einfach zum Schweben und schrei Wingardium Leviosa. Und wenn das nichts mehr bringt und dir alles über den Kopf hier grad steigt, du in deinen Sorgen ertrinkst, brauchst du nur wen der Oblivion schreit. Gestanden sich das 50 Kilo K
Kampfgewicht und Voldemort von Angesicht zu Angesicht. Der dunkle Lord war in Besitz des Elderstabs, also plante Harry blitzschnell die nächste Heldentat. Aus der Ferne sah man, wie ein grelles Licht hochschoss. Ein Schlachtfeld gleichte in den Hof vom Schloss. Ein Geruch von Tod, überall lagen Kadaver. Und das Letzte, was man hörte, war Avada Kedavra. Scheint mal nichts mehr zu gehen und du stehst ahnungslos da. Bring es einfach zum Schweben und schrei Wingardium Leviosa. Und wenn das nichts mehr bringt und dir alles über den Kopf 4 Grad steigt, du in deinen Sorgen ertrinkst, brauchst du nur wen der Obligat schreit. Ahoi Matrosen, das war der Zusammenschnitt von allen Harry Potter Teilen von 1 bis 8. Warum machst du so? Hä? Ich weiß es nicht. Also, brauchen wir Zusammenschnitt? Sag doch mal schnell, ich muss was sagen jetzt. Das war der Zusammenschnitt von einem Teil. Ich hoffe, es ist halt. Ich bin voll rausgekommen. Ahoi Matrosen, das war der Zusammenschnitt von den Harry Potter Teilen. Mega viele haben sich das gewünscht, dass ich das Ding immer zusammenschneide und einen einzelnen Song daraus mache. Das Ding wird auch auf Spotify online kommen, die Tage. Der ganze Song wurde genau. Alter, was? Was willst du denn sagen? Ich weiß es nicht. Ich mach's nochmal durch. Ahoi Matrosen, euer krassester YouTuber ist jetzt wieder am Start. Ich habe bis zum 5. Mal versucht, diese Scheiße aufzunehmen, weil ich es einmal nicht hinbekomme, richtig zu reden. In dem Sinne, auf jeden Fall waren das alle 1 bis 8 Teile, waren das jetzt zusammengeschnitten, weil ganz viele haben sich gewünscht, nochmal als einzelnes Video. Das Ding wird auch die Tage auf Spotify online kommen. Wenn es online kommt, werde ich euch auf jeden Fall informieren. Folgt mir da auf Instagram, da werde ich es dann auf jeden Fall posten. Genau. Was wichtig ist, kommentiert das Ding nochmal und liked das Ding nochmal. Ihr habt das ja schon gesehen, ich habe die ja schon mal hochgeladen, aber noch nicht als Zusammenschnitt. Deswegen wäre es echt wichtig, wenn ihr das Ding nochmal kommentiert und liked. Das würde mir sehr viel bringen. Und genau, Spotify wird es online kommen. Als nächstes ist geplant Baby Yoda. Ich weiß nicht, wie viele es von euch schon kennen, aber das kursiert gerade im Internet rum, dieses Baby Yoda Ding. Und dazu habe ich mir was Cooles einfallen lassen. Wird auch dann demnächst rauskommen, nächste Woche dann. Und genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Ganz viele haben sich nämlich Star Wars Teile gewünscht. Und Baby Yoda, Star Wars, so ein bisschen, ihr wisst Bescheid. Vielleicht kommt da noch was zu Star Wars, aber wie gesagt, nächste Woche erstmal Baby Yoda. Und das war's eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Peace!